Naja, ich habe schon mehrere Hosenrollen gemacht, aber das ist quasi die Krönung. Die Hosenrolle schlechthin. Schauspielerisch ist die Rolle einfach für mich eine große Freude, weil man den ganzen Abend Zeit hat, in die Partie einzutauchen. Einfach magisch. Wir hören im Rosenkavalier die volle Orchesterbesetzung. Es gibt einige sehr schnelle und virtuose Passagen für die Streicher und für die Holzbläser und einige ganz zauberhafte Instrumentenkombinationen. Was ich sehr genossen habe, ist, dass der Regisseur versucht hat, die Szenen so natürlich wie möglich zu machen. Und dass es wirklich intime Momente gibt.